Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Napoleon, die Great Warmount, mit mir dem Günther auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Deutschen Reich, gerade im Krieg gegen Großbritannien. Wir sind ja eigentlich auf einem guten Wege, hier alles zu erobern. Und ja, das hier ist jetzt die Verteidigung von Schottland, beziehungsweise von Edinburgh. Wir stehen, glaube ich, hier soweit ganz gut. Jetzt, er wird ja dann hier irgendwie zwischendrin so positioniert sein, wenn ich das richtig sehe. Wir haben einen Haufen Artillerie. Frage ist halt nur, wo stellen wir die am besten auf? Also das Schlachtfeld ist für uns ja eigentlich ganz günstig, ne? Viel näher als hier, wenn wir, glaube ich, nicht drankommen, ne? Also Frage ist halt wirklich auch, wo er dann gleich steht. So komplett einkesseln können wir ja schlechterdings irgendwie nicht wirklich. Also will ich sagen, wir stellen die MGs jeweils hier hin. Die Artillerie können wir abprotzen und nochmal ein bisschen verteilen. Und dann stellen wir die hier so ein bisschen auf. So und so. Die Kavallerie, die muss ich natürlich wieder mal bedeckt halten, denn sonst wird die gleich weggeschossen. Das gilt auch hier für unseren General. Und dann laufen wir mal vor. Wir werden die Truppen gleich richtig aufstellen. So, die MGs nehmen wir mit. Denn die brauchen wir auch. Du kannst auch ein bisschen schneller laufen. Hat er Artillerie, die er schon abgeprotzt hat. Sieht so aus. Wir schießen erstmal auf die Artillerie hier. Die steht hier so ein bisschen disparat. So, machen wir so. Die müssen jetzt mal langsam anhalten. Sonst wird das hier nämlich eng. Ihr wisst das ja, ne? Wenn man das passiert, wenn man die Truppen zu schnell nach vorne schickt. Schießt, Jungs! Salami! Okay, gut, alles klar. Oder Lasagne, was auch immer. Viel Kavallerie dabei, ne? Ist das ein Massaker? Man muss es einfach mal sagen. Jetzt aber schnell weg mit dem Bruder. Danke. Das MG noch weiter nach vorne. Vielleicht kommt sein General da nochmal an. Und während wir jetzt in Position laufen, ohne dass er uns mit seiner Kavallerie harasst, da versuchen wir das jetzt mal ein bisschen beschleunigt ablaufen zu lassen. Nochmal unser MG feuert der hier bereits. Jetzt treffen wir aber unsere eigenen Truppen. Das konnte man hier jetzt sehr gut erkennen. Okay. Pass auf, warte.
Kann ich dich dazwischen fahren? Oh wow, das war seine Artillerie. Das ist aber echt so, ne, dieser krasse Artilleriebeschuss, ne, das sind die heftigsten Verluste, die du hier hast, ne. Wenn der so eine Einheit hier mit seiner ganzen Artillerie fokust, das ist schon bitter. Der ist auf 12 Mann runter, der Typ. Hier hin? Haut das noch hin? Was das da ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist irgendwie komisch. Merkwürdig. Der ist auch schon auf dem Weg, ne? Ja, das ist auf jeden Fall bitter, ne? Das MG schießt schon auf seine Einheiten und trifft uns nicht. Die zusätzliche Munition macht sich echt bemerkbar. Das MG haben wir platt geschossen. Komm näher. Weiter aufstellen vielleicht. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Mal da reinklatschen. Witness alles zuzutrauen. Faster. Auch da. So, jetzt aber. Sauber. Ja, wir gucken mal noch, was wir da noch alles an Schaden jetzt gerade einfach nur durch den Beschuss anrichten können. Und dann beenden wir das jetzt. Schön, knapper Sieg leider nur.
Aber ich meine, guck mal, ne, bei ausgeglichenen Zahlenverhältnissen ist das wirklich sehr gut. Der macht jetzt den richtig krassen Push auf Schottland. So, das da kennen wir noch aus dem letzten Part. Der heizt jetzt seine Transportschiffe bei uns rein. Beziehungsweise Cargo-Schiffe. Frachtschiffe, ne? Die Schiffsmodelle sind echt cool, ne? Es ist echt schade, dass man das nicht im Spiel anders umsetzen konnte. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal ein Erster Weltkriegs-Total War geben. Und das wäre auf jeden Fall was, was richtig cool wäre. Wir haben einen Gelehrten rekrutiert. Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. Unsere Fabriken wurden bombardiert. Direkt mal Quicksave, bevor hier nochmal irgendwas abschmiert. So, dann kannst du. Alter, boah, Petrograd hat aber heftig bewacht, ne? Da würde ich dann doch aber gerne mal vorher gucken, was da genau los ist, oder? Obwohl, Unterwegs! Wir sind bereit und wach! Euer Lordschaft? Ja, flieg mal hin. Okay, mach so. Da ist noch eine große Armee. Wie kann ich euch dienen? Niemand wird etwas erfahren. Mal außenrum. Da ist wenig los. Machen wir jetzt hier den kommerziellen Sektor hin, okay. Shackleton kommt in den Falklands anders. Okay, kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Irgendwann würde ich nochmal ein Playthrough machen, wo ich dann auch diese ganzen kleineren Events noch deutlich stärker würdige. Ja, können wir ihn schon angreifen? Ich würde halt gerne vermeiden, dass er noch die dritte Armee mit dazu nimmt. Deswegen stelle ich mich ein bisschen weiter südlich auf. Hier war meine Überlegung, ob wir hier drüben eingreifen. Und ich würde schon sagen, ja. So, der steht ja jetzt hier mit seinen Truppen da im Wald, ne? Also gehen wir einfach nur in die Stadt zurück, weil er die ja belagern wollen wird. Hier könnten wir einen Hinterhalt legen. Vielleicht ist das auch die Option, die wir ziehen müssen. Dass wir sagen, wir versuchen nochmal einen Hinterhalt hier an der Stelle jetzt, ne? Weil hier machen wir ja den Weg geradezu. Das dürfte ja eigentlich auch funktionieren. Also da ist Portugal. Da ist jetzt keiner mehr. Da waren mal die Briten. Und da waren die Briten auch. Also wir brauchen jetzt drei Cargo-Schiffe, ja? Ja, wir handeln immer noch mit 12 Baumwolle. Das ist ja also nicht genug. Oder beziehungsweise, wir kriegen keinen Bonus mit zusätzlichen Schiffen. Das ist es eher, was ich meinte. Sorry, dass ich das gerade doof ausgedrückt habe.
Ich kann keine Cargo-Schiffe mehr bauen. 5 von 5 haben wir. Wir könnten verhindern, dass andere darauf Handel betreiben, aber das müssen wir vielleicht nicht unbedingt, ne? Ich schlage vor. Bereit machen! Marsch! Dich verstecken wir hier. Genau. Sollen wir noch einen General mit reinnehmen? Wen hätten wir denn noch? Den Mackensen? Paul von Lettow-Vorbeck. Den nehmen wir mit. Auf den Krieg vorbereiten! Ja, dann belagern wir hier nochmal seinen Hafen. Und du gehst jetzt zum Forschen hier hin. Hallo? Kannst nicht zum Forschen hier hingehen. Wir müssen jetzt die anderen Typen rausduellieren, oder was? Schade. Dann kommt der Grabstein runter, okay. Also wir haben jetzt hier 5 Regimenter Infanterie-Bataillon oder 5 Infanterie-Bataillone. Das heißt also, wir können hier ein bisschen mergen, ja? 1, 2, 3. Ja, ne? Genau, so. Schön. Jetzt nehmen wir die weg. Ja. Ja, der Hindenburg geht hier hin. Weiter! Ja. Ganz genau. Im Juni können wir noch eine Offensive wagen. Später nicht mehr so gut. Weiter! Wir finnische Jäger, die haben so wenig Munition. Die sind aber günstig dafür. Was haben wir denn hier noch? Ja, die haben wir schon, die haben wir auch, haben wir auch. Die sehen mir mehr nach einer kolonialen Infanterie aus. Ich glaube, wir bleiben erstmal so. Wir bauen hier noch ein bisschen aus, oder? Bleib mal hier in der Nähe. Ich hoffe mal, du kannst hier nächste Runde zuschlagen. Das wäre richtig cool. In Kombination mit der Armee hier wäre das ja auch eine halbwegs schlagkräftige Truppe, ne? Dann hätten wir hier noch eine weitere, eine dritte Armee hier unten für unsere Ostfront.
So, ein Sturmpanzerwagen, der kostet uns 360, aber ich will sie unbedingt mal im Einsatz sehen. Aber warte mal, das dauert hier so lange, bis wir die kriegen. Super schwere. Eisenbahngeschütze haben wir ja noch nicht, ne? Okay. Lass mal gucken. Ich kann zwei Stück von denen bauen. Weil ich keine Kohle mehr habe dafür, ne? Bauen wir mal zwei Stück, wenn die fünf Runden brauchen, das dauert ja lang genug. Okay, wir gucken wieder in die Liste rein. Agenten haben wir ja alle gemacht soweit. Ja, das ist okay. Flattert das hier so ein bisschen rum. Das hier so ein bisschen rum, dann haben wir die Agenten auf jeden Fall schon mal alle. Dann die Sohn, du bist da, du bist da, du bist da, du da. Die haben wir alle bewegt. Wir müssen ja nur gucken bei denen, die wir noch nicht bewegt haben eigentlich. Ne? Alles, was wir bewegt haben, ist ja eigentlich egal. Kaspar Jork. Und du bleibst da. Ja, dann haben wir doch alles, ne? Schaut mal, da ist der nächste Hinterhalt. Attacke! Juhu! Was für ein Wetter. Okay, ich habe ja in letzter Zeit so ein bisschen Schlachtfeld-Layout vernachlässigt, deswegen stellen wir uns diesmal auf der anderen Seite auf. Da haben wir nämlich etwas weniger Wald. Nicht viel weniger. Obwohl, warte mal, nee, stopp. Ja, nicht viel weniger, aber etwas weniger. Also es sei denn, er stellt sich komplett dahin. Das kann auch sein, aber ich glaube nicht, dass er es macht. Hinne. So, dahin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und die kommen dazwischen. Ah ja, Tatsache, siehst du mal. Okay. Achso, ja, ich brauche keine Pause, glaube ich. Ich kann die auch so aufstellen, oder? Ah, ne, warte, schieß, schieß, schieß. Ich wollte eigentlich das MG auswählen. Warum rennen meine Einheiten nicht? Ich hab denen doch gesagt, die sollen rennen. Weil jetzt kommt gleich hier nämlich die Kavallerie. Schieß.
ich glaube, wir konnten Schlimmstes verhindern. Aber war nicht so optimal für uns. Manchmal rennen sie nicht. Aber wir versuchen jetzt mal, ich habe es ja bisher oft so gemacht, dass ich mit unserer Artillerie auf seine Artillerie geschossen habe. Davon nehmen wir jetzt mal Abstand. Wir bolzen jetzt einfach komplette Mengen auf seine Infanterie drauf. Geben der richtig Pulver. Er soll hier keine schöne Zeit haben. Das MG steht optimal, ne? Außer dass es halt heftig beschossen wird, aber so steht das optimal. Guck mal, der kann ja alles wegknattern, was da kommt. Ja genau, da müssen wir hier Druck machen. Das steht halt total exponiert da. Schnell zurück, ich meine, das ist nicht so gut, den da jetzt nochmal zurück zu kommandieren, aber er steht, wenn er exponiert da rumsteht, steht er noch schlechter, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Er rückt jetzt auch nochmal ein Stück näher ran. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Vielleicht noch nicht sofort, aber bald. Richtig Kasala auf die Inf. Schießen sie mal. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Er steht nicht so direkt in der Schusslinie. Der trifft gut. Gut, ich glaube, das ist durch, ne? So, das mal wieder. Die nächsten zwei, drei britischen Armeen machen sich auf den Weg.
um sich eine Packung abzuholen, okay. Guck mal, der kommt raus, aber mit Petrograd hat er jetzt erstmal nichts gemacht, ne? Einen italienischen Flieger entdeckt, das macht doch aber nichts, oder? Was wünscht ihr? Ja, komm, wir wollen die Italiener nicht provozieren. Fliegen wir mal wieder Richtung Alpen. Fragt man sich, wo der auftankt, ne? Oh, da wird der Marineunterhalt billiger, das ist nice. Cool, okay, auch da haben wir die Bahngleise fertig. Fantastisch. Aber der weiß schon, dass ich vor Cardiff stehe, ne? So ganz unsichtbar bin ich da ja gar nicht. Ich weiß nicht, bleibt der hier? Ich könnte den auch noch mal auf das, ich könnte den auch noch mal auf ein Transportschiff nehmen. Yes, sir. Offizier an Deck. Na, also dann hier hin. Ja, dann kommt der nochmal da drauf und dann können wir die ja nachher noch woanders absetzen. So, jetzt muss ich aber auch tatsächlich sagen, ich bin jetzt gar nicht so erpicht darauf, hier sofort in die Gegenoffensive zu gehen. Mir ist das eigentlich ganz recht, wenn er versuchen muss, uns anzugreifen. Das heißt, wir zerschlagen einfach nur diese kleinen britischen Verbände hier. Genau, hier können wir jetzt einen Hinterhalt legen. Ich weiß nicht, ich muss ja nochmal in die Stadt rein. Muss er nicht unbedingt, ne? Wo ist er denn mit seiner Armee hin? Ich habe nicht gelesen, dass wir die vertrieben hätten. Ja, tricky, okay. Naja, also vielleicht greift er uns dann gleich an. Dann haben wir hier die nächste... haben wir hier die nächste Schlacht. Das gefällt mir in dem Spiel hier gut, dass man so, dass der Gegner so viel Truppen und Armeen produziert und dass man hier sehr gut überlegen muss, also wie stelle ich mich hier auf, wie nutze ich das Terrain. Das ist in dem Spiel hier ganz gut gelungen. Die Mod ist auch in Ordnung, finde ich. Also ich muss halt sagen, ne, ich habe es ja schon erwähnt, ich finde sie stellenweise ein bisschen zu leicht. Aber kann man ja, glaube ich, auch nochmal mit einem entsprechenden Schwierigkeitsgrad anpassen. Ne? So, jetzt schauen wir mal, was hat er denn hier drin? Sibirische Gebirgsjäger, okay. Also, ich will mal gerne die Flammenwerfer im Einsatz sehen. So, auf jeden Fall haben wir schon mal keinen Regen. Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung. Grenadiere bereit, Sir. Das sind keine Grenadiere, das sind Scharfschützen, aber das ist okay. Und da sind die Flammenwerfer, okay. Was haben die denn? Haben die noch irgendwas Besonderes? Können plänkeln. Können sich im Wald verstecken. Sie wollen Gras verstecken. In Gebäuden. Verängstigt Pferde, Feinde. Hat eine gute Ausdauer. Okay. Oh wow, die kann man wirklich sehr weit vorne aufstellen.
Wow. Die leider nicht. Und dann hat er halt noch so eine riesen Reichweite, ne? Okay. Gut zu wissen. Also, ich würde vorschlagen, wir stellen mal unsere reguläre Infanterie erstmal auf. Ich würde sagen, so breiteste Aufstellung, wie es irgendwie geht. Was hast du denn hier? Gute Ausdauer, verschränkt Feinde. Die sind immer versteckt. Bleibt auch beim Laufen versteckt. Kann in Gebäuden und so weiter sich verstecken. Okay. Gut, die KI weiß ja trotzdem, wo er ist. Aber immerhin mal ganz schön zu sehen. Jetzt wissen wir, wo seine Einheiten sind. Was ist das da? Sibirische Scharfschützen. Ach, guck mal einer an. Hat er denn Kavallerie oder sowas dabei? Sieht nicht so aus. Sorry für diese komische Pitch-Stimme. So, was hat er jetzt hier hingestellt? Was steht jetzt hier? Müsste er direkt da sein? Ach, das ist echt spannend. Da! Rechtsingenieure. Ah ja. Das heißt, hier stelle ich die Flammenwerfer auf. Dann sehen wir direkt, was die so können und wie die funktionieren. Weil das weiß ich alles noch gar nicht. Protzen wir alle ab. Hin mit Prittwitzchen. So, und die Scharfschützen. Stellen wir ja am besten irgendwo hin, wo die gut schützen können, ne? Wo die gut schießen können. Da sieht er aber die Einheiten nicht. Das ist dann doof. Terrain ist einfach für uns richtig schlecht, ne? Guck mal, das ist ja alles so. Der hat immer genau den Hügel da. ja, der hat den Hügel immer genau da, wo ich nichts mit anfange, sodass ich damit nichts anfangen kann, ne? Wir können aber versuchen, ob wir von hier aus schießen können. So, jetzt zeig mir erstmal hier die Flammenwerfer. Nicht dein Ernst. Okay. Okay. Du Kacke. Ach du Heilige. Okay. Ja. Also, ich habe genug gesehen. Beziehungsweise ich sehe jetzt ohnehin nichts mehr. Lauf du mal ganz entspannt hier rüber. So, was machen die Scharfschützen da? Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas überlebt hat, ne? Mhm.
Die sind immerhin auch sehr schnell. Der jetzt verborgen? Ach du Scheiße. Meine Fresse, wie der ballert. Oh Kacke, die stehen aber auch nicht gut, ne? Vorhin viel zu wenig drauf geachtet. Hat sie gesehen, ne? Okay. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Schon. Die kann man gar nicht so offensiv einsetzen. Das müsste man eigentlich eher defensiv machen, ne? Ist auch interessant, dass der die Scharfschützen die ganze Zeit sieht, ne? Den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Schieß. Sieht nicht mehr so viel. Sprengen die sich gerade selber weg? Sieht so aus, ne? Und zurück. Komm, einmal noch und dann ist gut. Das da hat jetzt besser geklappt. Im zweiten Anlauf sah es auch besser aus, ne? Habe ich auf die anderen Frontabschnitte überhaupt nicht geguckt, ne? Schießen den da jetzt weg. Jetzt
Für so eine Situation ist es dann vielleicht praktisch, noch so einen Flammenwerfer irgendwo hinter den Einheiten zu haben, ne? Dass der dann... Unsere Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ja, die Scharfschützen sind das. Denke noch ein bisschen ab, dass du die, ne, dass die dann so ein bisschen weiter weg sind und dann passt das ganz gut. Na, dann holst du die dann später dann rein und dann gibt es dann Sänge, ne? Das MG muss eigentlich auch weg hier, ne? Ist eigentlich auch... Das dürfte er da auch mit seinen Scharfschützen ganz gut beackert haben. Da hätte ich mich auch vorher mehr auf die Aufstellung konzentrieren müssen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das merkst du dann sofort, das rächt sich, ne? Müsst ihr erstmal die Scharfschützen weg? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade ist. Aber bitte erledige den Typen da. Kannst du auf den schießen, ohne dass meine Einheiten dabei draufgehen? Versuchen, ihm in den Rücken zu fallen. Dann ist der im Nahkampfmodus. Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Vielleicht weil er vorhin mal im Nahkampf war. Macht es auf jeden Fall spannend. Versucht den mal niederzuwerfen. Schießt du mal in den Rücken? Haben wir ihn da? So, jetzt geht's nochmal ab gegen seine Arti. Wir müssen ihn ja nur in die Flucht schlagen, dann haben wir das Ding ja gewonnen. Schneller! Gerne nochmal die Artillerie bemannen. Ihr müsst nur ein Stück vor. Gar nicht mal so weit.
eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Weiß gar nicht warum. Da können wir ein bisschen joggen. Hier übrigens auch. Wir hatten hier auch einfach echt ein scheiß Terrain, das muss man jetzt auch mal sagen, ne? Das Terrain war einfach nicht gut. Wer hat dich angegriffen? Ach du Kacke. Weiter, weiter, weiter. Schneller. Go, go, go. Mach den General nieder, komm. Wir haben ihn gleich. Oh, falschen Zeit. Falschen Knopf bitte. Go, go, go. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Okay, cool. Hören wir hier auf. Das war mal was Neues. Ja, und ich habe gelernt, wie man jetzt diese Einheiten benutzt oder eben auch nicht. Interessant, ja. Gut. Hey, die Flammenwerfer haben wir komplett verloren. Einmal militärisch besetzen, bitte. Die Steuern machen wir raus. Das Gebäude reparieren wir. Die Uni reißen wir ab. Das kriegen wir nämlich hier sonst nicht so gut hin. Und wir holen uns mal hier ein paar Reservisten. Ja, my lord. Mein Motto ist Diskretion. Okay, gut. Wir haben nochmal Glück gehabt. Er ist weit weg. Wäre jetzt was anderes gewesen, wenn er direkt da nebendran gestanden hätte. Unterwegs in den Schatten. Gut, 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 gut. Dann fährst du mal am besten hier hin. Denn wir haben ja in Riga noch einige Einheiten, die wir wieder zu unseren Truppen stellen können, ne? Alles andere würde ich sagen, sehen wir dann nämlich im nächsten Teil. Machen wir hier historische Hintergründe. Bis dann, macht's gut. So, die historischen Hintergründe kommt, Leute. Eine halbe Stunde Lusitania. Letztes Mal, wir machen noch gerade so ein bisschen was zu Ende. Reden wir heute noch mal kurz drüber. Also, was machen wir nochmal aus der ganzen Sache mit dem Kriegseintritt der USA und so weiter? Und vielleicht fangen wir noch an mit der Frage,
War das denn gerechtfertigt, die Lusitania zu versenken? War das denn in Ordnung nach den geltenden Bestimmungen und so weiter? Also, das große Problem sicherlich war ja, dass das Londoner Abkommen natürlich nicht so eingehalten wurde. Ne? Es war eine Schwierigkeit, ich gehe nochmal gerade hier wieder an die Küste von Irland zurück. Die Briten selber haben es nicht ratifiziert, es hätte ihre eigene strategische Position so sehr geschwächt, deswegen haben sich die Briten alle Optionen offen gehalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ein Schiff oder generell, wenn sich andere Staaten dann eben an das Londoner Abkommen gehalten hätten, hätten sie sich selber natürlich auch damit geschwächt, weil die größte Seemacht der Welt, die hält sich nicht daran, ne? Die hat das nicht ratifiziert. Nichtsdestotrotz kann man tatsächlich sagen, der Handel mit Neutralen hätte durchaus erlaubt sein müssen. Es war er nicht. Die Briten haben Druck auf die Neutralen ausgeübt. Dänemark, die Niederlande wollten nicht, dass die mit dem Kaiserreich handeln. Haben Waren beschlagnahmt, gedroht, Schiffe zu versenken und ähnliches. Das war auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ja. Genauso wenig war das auch in Ordnung, auf Zivilschiffen irgendwelche Munitionsgüter zu schmuggeln. Insbesondere, weil man damit das Leben von Zivilisten aufs Spiel setzt. Das ist ein Risiko, das man trotzdem eingegangen ist. Also, genau, gerade eben deswegen, natürlich waren in einer gewissen Art und Weise die Zivilisten das Schutzschild für Munitionstransporte, Waffentransporte und so weiter. Jetzt muss man trotzdem sagen, ein Schiff mit 2000 Menschen an Bord abzuknallen, von dem dann nachher irgendwie 1200 Menschen sterben oder so, also ich glaube, die Zahl der Überlebenden, die ist irgendwie sowas um die 800 gewesen, das ist trotzdem einfach krass, ja, also das ist halt, ne, dass dieses Schiff ohne Vorwarnung einfach zu versenken, ja, auch, ne, das ist genauso wenig okay, ja, also ich glaube, wenn man anfängt, das gegeneinander aufzuwiegen, dann kommt man irgendwie auf eine ungute moralische Fährte, die einen wirklich nicht weit bringt, ne? Jetzt war auch immer wieder da in der Diskussion, naja, es hätte ja durchaus sein können, dass die Lusitania mit Geschützen ausgestattet ist, und dann das U-Boot U-20 hätte versenken können. Sie war nicht mit diesen Geschützen ausgestattet. Insofern ist das Argument, glaube ich, irgendwie hinfällig. Und ich glaube trotzdem, dass der eigentliche Sündenfall ja schon dort beginnt, wenn man sich dazu entschließt, so einen unbeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Das U-Boot war eine neue Waffe. Mehr oder weniger eine neue Waffe. Es gab nicht viel Erfahrung in der Kriegsführung. Man wusste vielleicht auch gar nicht so, wie verheerend sowas sein kann, aber man hat sehr wohl kalkuliert, wie viele Schiffe kann man abschießen. Um damit eben wieder so eine Art Gleichgewicht herzustellen, von mir aus. Also kann man sich das so vorstellen. Aber in Ordnung war das auch nicht. Und in diesem Krieg geht es natürlich immer, es geht um moralische Deutungshoheit. Jeder versucht irgendwie die Höhe der moralischen Integrität für sich zu reklamieren, aber verstößt dann doch selbst dagegen. Es ist sicherlich auch müßig zu behaupten, die Briten oder die Deutschen hätten sich in diesem Krieg besser oder schlechter verhalten. Das ist etwas, das kam mit dem Versailler Vertrag natürlich auf, ne? Wenn wir an den Kriegsschuldparagraphen 231 denken, da denken wir sofort daran, ja, guck mal, ne, du bist der Schuldige, du bist der Böse, du hast angefangen. Da ist ein Friedensvertrag geschossen worden, der zugleich ein moralisches Urteil fällt. Und auch das ist sicherlich ja einer der Gründe, warum der Versailler Vertrag ungeeignet war, einen Frieden in Europa zu sichern. Da verfällt man diesem Geist der Zeit. Darum kann es nicht gehen. Es ist ein schrecklicher, totaler Krieg, der in verschiedenen Ländern natürlich mit unterschiedlicher Intensität geführt wird, aber bei dem konsequent das Leben von Zivilpersonen aufs Spiel gesetzt wird. Natürlich ist das unmoralisch von der britischen Regierung oder
den britischen Geheimdiensten, wer auch immer da jetzt, ne, also der britischen Admiralität, wer auch immer da jetzt zuständig gewesen sein mag, ne, ich weiß jetzt nicht, in welchen Zuständigkeitsbereich das genau fällt, aber natürlich ist das unmoralisch, Waffen auf einem Passagierschiff zu schmuggeln oder auf einem Hilfsschiff, wie man die, also ne, man hätte die Lusitania jetzt nicht zu einem Schlachtschiff oder zu einem Kreuzer umbauen können, aber man hätte sie zumindest zu einem bewaffneten Hilfsschiff umbauen können. Ne? Also trotzdem ist das unmoralisch, auf jeden Fall. Aber, und da sind wir wieder bei den moralischen Urteilen, der Umstand, darauf Waffen zu schmuggeln, ist keine Einwilligung, dass dieses Schiff von diesem U-Boot versenkt wird. Das ist ein Unterschied. Also das klingt immer... Das muss man tatsächlich sagen, das ist genauso, ich versuche das nur an einer Analogie zu verdeutlichen, woher diese Überlegung kommt. Der Umstand, Sex mit jemandem zu haben, ist nicht gleichbedeutend mit einer Einwilligung in eine Schwangerschaft. Ja? Das ist nicht identisch. Und genauso ist es nicht identisch, Waffen auf einem Zivilschiff zu schmuggeln und in Kauf zu nehmen, dass das Zivilschiff versenkt wird. Auch wenn dieses Schiff versenkt wird, ist das keine direkte Einwilligung, ja? Das muss man schon, wenn wir wirklich moralisch argumentieren, muss man diese beiden Aspekte voneinander trennen. Man kann sagen, es ist unmoralisch, das Leben der Menschen aufs Spiel zu setzen. Das ist sicherlich richtig. Aber das Leben der Menschen setzen auch diejenigen aufs Spiel, die dieses Schiff nachher versenken. Also, ich glaube, da kann man tu quoque argumentieren, ne? Ja, wir können irgendwann mal gerne so eine Diskussion über moralisches Handeln und sowas führen, ne? Man könnte jetzt sagen, ja, man handelt unmoralisch, aber vielleicht ist es trotzdem in der Situation richtig, hier das Unmoralische zu tun, ne? Also ich meine, zu stehlen ist ja auch nicht unmoralisch, aber Nahrungsmittel zu stehlen, weil die eigene Familie verhungert, das kann ja durchaus was Moralisches sein, was man irgendwie tut, ne? Kann man das hier sagen, in der Situation? Es geht darum, Krieg zu gewinnen, ne? Also das ist halt, in den Köpfen der damaligen Leute mag das eine moralisch integre Entscheidung gewesen sein, denn die Leute waren der Meinung, sie führen hier einen Verteidigungskrieg. Das gilt aber für beide Parteien. Das gilt für beide Parteien gleichsam. Also wir werden das moralisch nicht auflösen können. Ne? Man wird da nicht jemandem den moralischen schwarzen Peter zuschieben können. Man kann vielleicht sagen, es war unverantwortlich, diesen unbeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Ich meine, das muss man auch sagen, das ist einfach eine krasse Entscheidung. Ne? Zivilschiffe ohne Vorwarnung abschießen. Also alle Schiffe, alle. Ja, auch so ein Fischerboot, einfach alle Schiffe ohne Vorwarnung abzuschießen, wo man doch weiß, dass sich da keiner gegen wehren kann, viele Leute überhaupt noch niemals Kontakt mit so einem U-Boot hatten und wissen, was das überhaupt ist. Also da kann man tatsächlich schon sagen, das ist schon eine krasse Maßnahme. Genauso würde die Gegenseite wahrscheinlich wieder anfangen und sagen, ja, ne, aber was ist mit der Seeblockade, auch das ist eine krasse Maßnahme und so weiter und so fort. Also ne, wie gesagt, moralische Standards helfen hier nur sehr begrenzt weiter, diese Frage nach der Lusitania, nach Schuld und Verantwortung hier konkret zu beantworten und vor allen Dingen in einer befriedigenden Art und Weise zu beantworten. Ich glaube, man tut sich hier mit einem differenzierten Blick, tut man sich selbst einen Gefallen, auch wenn das bei so polarisierenden Fragen nicht unbedingt üblich ist. Ne? Also mein Vater selbst war sehr polarisiert von dieser Frage. Der fand das auf jeden Fall gerechtfertigt, dass die Lusitania abgeschossen worden ist. Und fand das, ich habe es ja schon mal gesagt, und fand das äußerst ungerecht, dass die USA dem Krieg beigetreten sind. Ich würde genauso wenig von jemandem erwarten, dass er diesen Spruch von Wilson, als die USA den Mittelmächten den Krieg erklären, beziehungsweise im Deutschen Reich den Krieg erklären, 6. April 1917, wenn er sagt, um die Welt gegen die Kriegsherren für die Demokratie zu sichern. Ja. Da erwarte ich doch auch von keinem von euch, dass ihr das einfach so glaubt. Ja. Also sondern da muss man, und da habe ich doch glaube ich auch im letzten Part schon drüber gesprochen, das muss man kontrovers sehen. Also da muss man auch differenzierter die Gründe für den Kriegsbeitritt berücksichtigen. Ja, natürlich. Die öffentliche Wahrnehmung gibt das allerdings natürlich auch her. Also sie gibt auch diesen Satz natürlich her. So hat man sich selbst gesehen. Ne? Also da ist es unerheblich, ob man das tatsächlich war oder nicht. Der Druck, dem sich das Kaiserreich ausgesetzt sah, war ja, dass man diesen Krieg verlieren wird, dass man diesen Krieg nicht weiter durchhalten wird, sondern dass man einen Frieden mit den Alliierten nur dann zu Wege bringen kann oder auf den Weg bringen kann, wenn man eine dieser Seiten zur Kapitulation zwingt. Nur dann sah man sich
in einer Position, in der man tatsächlich diesen Krieg auch siegreich oder von mir aus mit einem weißen Frieden für das Kaiserreich irgendwie beenden könnte. Ob das jetzt so gewollt war oder beabsichtigt war, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber den Druck empfand man trotzdem, ob das berechtigt ist oder nicht. So hat man sich gefühlt in der Situation. Und das hat auf jeden Fall das Kaiserreich dazu bewogen, diesen unbeschränkten U-Boot-Krieg nochmal aufzunehmen. Es geht übrigens zurück auf eine Denkschrift von Admiralstabschef Holzendorf vom Dezember 1916. Und zwar hat der da hochgerechnet, man könnte die britische Regierung binnen 5 Monate bei einem Verlust von monatlich 600.000 Bruttoregistertonnen zum Frieden zwingen. Denn es gab zu diesem Zeitpunkt keine wirksamen Abwehrmöglichkeiten gegen die deutschen U-Boote. Das Convoy-System gab es ja noch nicht, das wurde erst später eingeführt. Und jetzt kommt halt der Trick bei der ganzen Sache. Man hat eindeutig in Kauf genommen, dass die USA dem Krieg beitreten. Das wusste man, dass sie dem Krieg beitreten werden. Denn man hatte sie ja bereits vorher mit der Versenkung der Lusitania entsprechend aufgebracht. Man verfügte zu diesem Zeitpunkt über 110 einsatzbereite U-Boote. Ein Teil davon war in Schulen. 120 U-Boote standen noch im Bau. Die erwarteten Versenkungsziffern wurden bei dieser hohen Anzahl an U-Booten tatsächlich und der Effektivität der U-Boote tatsächlich übertroffen. Von Februar bis Juni 1917 betragen sie durchschnittlich 647.000 Tonnen monatlich. Und im April 1917 verlieren die Alliierten und die Neutralen 866.000 Bruttoregistertonnen, davon Großbritannien mit dem Empire alleine 526.000 Bruttoregistertonnen. Eines von 4 Schiffen, die Großbritannien in diesem Monat verlassen, kehrt nicht mehr zurück. Und zu diesem Zeitpunkt haben auch in der britischen Öffentlichkeit viele Leute mit einer Niederlage gerechnet. Das war eine veritable Bedrohung. Bis zum Jahresende, so hat man dann auf Seiten der Mittelmächte kalkuliert, hätte man die britische Flotte, also bis zum Jahresende 1917, von 8,4 Millionen Bruttoregistertonnen auf 4,8 Millionen Bruttoregistertonnen reduziert. Transportkapazität bliebe dann bei 1,6 bis 2 Millionen Tonnen monatlich. Und davon werden alleine 1,4 Millionen Tonnen für die Lebensmittelversorgung gebraucht. Das heißt, man hätte den Nachschub, insbesondere auch den Truppennachschub, so sehr geschwächt, dass es sich für die USA auch nicht mehr gelohnt hätte, Truppen zu mobilisieren, auch wenn die 32 Millionen Mann mustern. Ja, also ja irre. Ja, ich habe mal irgendwann diese Zahl gelesen, ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich glaube, es waren 23 Millionen Mann, die gemustert werden. Die kann man ignorieren dann, weil die kommen gar nicht mehr in Europa an. Ja. Ah ja, bis September 1918, 23 Millionen Mann werden gemustert. Ja, ne, und die, nachdem das Konvoi-System eingeführt ist, sinken die Verluste allerdings auf unter 1%. Also das Konvoi-System, erhöhte Schiffsbauaktivitäten, zentrale Bewirtschaftung wichtiger Güter, eine vor allen Dingen auch zentrale Bewirtschaftung der neutralen Handelsschifffahrt, die verbesserte Bewirtschaftung der Importe, die Umstrukturierung der Produktion, insbesondere standardisierte Verfahren, Fließbandproduktion von Schiffsbauteilen in den USA und natürlich die finanzielle und materielle Unterstützung der USA, die produzieren ja auch einen großen Teil der Schiffe, ne, so diese Standardtransporter in Anführungszeichen, die tragen dazu bei, dass die Verluste kompensiert werden können und dass die Verluste auch immer weiter abnehmen. Nichtsdestotrotz, also Schifffahrt in der Zeit ist alles andere als sicher. Natürlich werden immer noch Schiffe versenkt, ja, das ist klar. Natürlich sind die U-Boote immer noch gefährlich, aber sie verlieren diesen großen Schrecken, den sie vielleicht am Anfang eben hatten. Und die Taktik geht halt eben nicht auf, ne? Also die Alliierten schaffen es trotzdem, sich nachher nach wie vor mit wichtigen Gütern zu versorgen und ihre eigenen Truppen eben in Kontinentaleuropa zu versorgen. Mehr als 50% der deutschen U-Boot-Besatzung erliegen den alliierten Abwehrmaßnahmen, schätzt man. Das ist sehr, sehr viel.
Wodurch kommt das zustande? Das kommt unter anderem auch durch die verbesserte Ortung von U-Booten zustande und aber auch durch diesen Geleitzug bzw. die Konvoi-Strategie, dass die U-Boote nicht mehr ungestört an die Transportschiffe ranfahren können. Denn die werden ja geschützt von kampfbereiten Schiffen. Das heißt, die U-Boote müssen sich jetzt unter der Wasserlinie annähern. Und dadurch sind die U-Boote deutlich langsamer, verbrauchen deutlich mehr Treibstoff und sind in den Einsatzmöglichkeiten auf einmal äußerst stark gehemmt. Also ich glaube, das ist mit einer der entscheidendsten Punkte, warum die Strategie eben nicht aufgegangen ist. 1918 ist der Krieg damit, also der U-Boot-Krieg insbesondere, dann damit zu einer Art Randerscheinung geworden. Er hat die Relevanz natürlich nicht mehr. Und das Spiel, wie gesagt, ne, ist nicht aufgegangen. 1,3 Millionen Soldaten werden, glaube ich, nach Europa gebracht. Und das ist tatsächlich natürlich das ist natürlich die Kriegsentscheidung. Es wäre jetzt kontrafaktisch hier zu argumentieren, was wäre gewesen, wenn die USA nicht im Krieg beigetreten wären. Das ist insofern unerheblich, weil man den Kriegsbeitritt der USA ganz bewusst in Kauf genommen hat. Ne? Also das war einfach ein Punkt, den man ja auf der Rechnung hatte. Insofern braucht man dieses Gedankenexperiment eigentlich halt auch nicht zu machen. Ne? Es gibt noch weitere Punkte, was ich vergessen hatte im letzten Teil, war zum Beispiel auch noch das Zimmermann-Protokoll oder so? Ich muss nochmal nachgucken, wie das genau hieß. Aber es ging also darum, dass man versuchte, Mexiko bei einem Kriegseintritt der USA auf die Seite der Alliierten zu ziehen. Dem deutschen Botschafter in Mexiko ist eine geheime Nachricht zugegangen, die vom britischen Geheimdienst abgefangen wurde. Und die hat man dann natürlich den Amerikanern zugespielt. Und man versprach darin den Mexikanern, wenn sie den USA den Krieg erklären würden oder mit auf Seiten der Mittelmächte dem Krieg beitreten würden, dann versprach man ihnen zum Beispiel Texas und so. Also das hat gerade dann, in dem Moment, als das in die amerikanische Öffentlichkeit gelangte, das hat auf jeden Fall eine sehr starke antideutsche Stimmung hervorgerufen. Davon kann man auch ausgehen. Und das nur noch mal als Punkt zur Ergänzung, warum man den Deutschen gegenüber so feindlich eingestellt war. Ich guck mal, was wir noch für die nächsten Parts so haben. Bis dann wünsche ich euch erstmal alles Gute, macht's gut und Pax vobiscum, valete.